Nach Ihrer reichen Erfahrung im Umgang mit Literaten gefragt, gibt es deutsche Literaten, die nicht richtig Deutsch können? Die das ist ein Kennzeichen des deutschen Literaten, dass er der deutschen Muttersprache mächtig ist. Sie irren sich kräftig, wenn Sie meinen, dass alle, die sich als Schriftsteller gerieren, Deutsch können. Das Unglück besteht ja darin, dass die Texte von Debütanten lektoriert werden müssen, von Lektoren, die das einigermaßen in ein druckbares Deutsch bringen. Aber nur von Debütanten. Das sind alles Debütanten? Ja, kaum ist ein Autor bekannt geworden, da wird er nicht mehr lektoriert. Aha. Nein, und zwar aus folgendem Grund. Er bringt ein neues Buch. Der Verleger hat wenige Lektoren, denn er muss sparen. Es lohnt sich nicht, einen bekannten Autor, der bekannt geworden ist, zu lektorieren. Findet man bei ihm Fehler, macht er Krach und diskutiert lange und will die Fehler nicht ändern. Manche ändert er doch. Der Verkauf des Buches ist aber nicht davon abhängig, ob Stilfehler drin sind oder nicht. Das ist ein sehr trauriger Zustand. Sehen Sie, wir leben in einem Land, in dem viele Menschen von Verlegern ausgebeutet werden. Nicht die Schriftsteller, die werden nicht ausgebeutet. Ein guter Schriftsteller kann gar nicht ausgebeutet werden, der geht sofort zur Konkurrenz. Aber ausgebeutet werden die Übersetzer, die werden in ihrer Mehrheit sehr schlecht bezahlt, sind Sonderlinge und Idealisten, die dennoch viel übersetzen, obwohl sich das nicht lohnt. Und ausgebeutet werden in den meisten Verlagen die Lektoren. Es gibt zu wenig Lektoren, die müssen wahnsinnig schnell arbeiten, nachlässig arbeiten, so ist es. Dafür sind die Schriftsteller dann davon abhängig in ihrem Erfolg, ob Marcel Reich-Ranicki sie gut oder schlecht oder etwa gar nicht bespricht. Das ist ja wohl das Schlimmste, also, was einem passiert. Also ganz stimmt das nicht, was Sie hier sagen. Das ist so wieder nicht. Sie meinen, der Erfolg eines Autors besteht darin, dass der Kritiker ihn lobt oder ich lobe ihn und dann wird er gut verkauft. Ja? Sehen Sie, ich habe vor vielen Jahren hier in dieser Stadt Hamburg in der Zeit gearbeitet und habe damals alljährlich ein Buch der Trivialliteratur ernsthaft analysiert. Mal ein Buch von Willi Heinrich, mal von Luise Rinser, mal von Stefan Andres, von den Autoren dieser Preisklasse. Und merkwürdigerweise stellte ich eines etwas fest. Meine Kritik hatte auf den Verkauf nicht den geringsten Einfluss. Warum? Die Leser von Luise Rinser lasen nämlich nicht die Zeit, sondern die Bild. Und da konnte ich schreiben, was ich will, aber es hatte gar keinen Einfluss. Dann müssen Sie in der Bildzeitung schreiben. Ja, ich danke Ihnen besten. Haben Sie mir da ein Angebot zu machen? Ja. Nein, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Sie nicht vergessen dürfen. Das ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Aber vor 25 Jahren war das aktuell. Ich habe manche Bücher kritisiert und gesagt, es seien üble, obszöne Bücher, ganz üble Schriftsteller. Und habe zwei Beispiele des obszönen, pornografischen zitiert. Die Bücher wurden fabelhaft verkauft. Die Leute waren glücklich zu sehen, dass da Pornografie drin ist. Dass ich das für schlecht hielt, das war für die meisten Leser total gleich. Sagen Sie, weil Sie auf dieses Stichwort kommen, da hat die Elfriede Jelinek mit diesem lustbetitelten Buch ja offenbar was angerichtet. Nicht? Sie können doch heute kaum noch eine deutsche Zeitschrift aufschlagen, ohne dass nicht die Lust der Frau. Jetzt endlich dürfen Sie beschreiben, was Ihnen Lust macht. Frauen lieben Frauen. Langsam. Sie kennen das Buch nicht. Was ist das? Ist das eine Mode? Sie kennen das Buch nicht, denn das, was Sie eben gesagt haben, steht eben in dem Buch nicht drin. Richtig. Das Buch zeigt nicht, was der Frau Lust bereitet. Ich sage nur, das hat diese Welle ausgelöst. Ja, aber mit der Welle machen Sie sich mal keine Sorgen. In 3 Wochen ist das vorbei. Nein. Was ist das nur, Frau Jahr? Ist das ein Fortschritt, dass Frauen ihre Lust beschreiben? Das finde ich ein Fortschritt, aber die Frau Jelinek, die beschreibt wirklich nicht ihre Lust, sondern die beschreibt, was dem Mann Lust bereitet und das findet sie überhaupt nicht gut. Aber sie gebraucht dabei ein Vokabular, das Frauen bislang offensichtlich... Lieber, entschuldigen Sie, das sollte doch gerade Unlust stellen. Diese Frau Jelinek beschreibt in dem Buch, dass für die Frau
der Geschlechtsverkehr eine Qual ist. Sie werden, diese Frauen, von Männern gefoltert. Sie gehen nur ins Bett, weil sie müssen, aber an sich hassen sie diese Betätigung. Und ich habe da so den Eindruck, dass das nicht ganz stimmt, was Frau. Die Situation ist da, Sie sind dran. Ja, was wollen Sie von mir? Das wollte ich vorher klären. Soll ich Ihnen eine Frage stellen? Oder machen Sie stellen Sie eine Frage, ich bitte darum. Gut, dann möchte ich gerne wissen, möchte ich da mal anknüpfen, bevor wir auf Ihr Buch kommen. Er hat gesagt, wir spielen alle Rollen. Jemand, ein berühmter Mensch, hat mal gesagt, wir müssen im Fernsehen alle etwas unter unserem Niveau bleiben. Sie wissen, wer das gesagt hat? Nein. Sie. Ich? Ja. Hab ich gesagt. Ja. Ist ja gar nicht so schlecht. Nee, ne? Daraufhin nicht. Frage an Sie. Spielen Sie auch, wenn Sie hier so auftreten, im Fernsehen eine Rolle? Sie sind ja zu dieser Fernsehkarriere erst relativ spät gekommen. Richtig. Hat mich selber gewundert, ob man eine Rolle spielt. Nein, ich mache das nicht so bewusst. Ich versuche nur etwas zu tun, was nicht so häufig im deutschen Fernsehen geschieht. Nämlich das, was ich zu sagen habe, klar und deutlich zu sagen, oft simplifizierend zu Deutsch vereinfachen. Ich halte diese Vereinfachungen für notwendig. Ich mache kein Fernsehen für die Kollegen, Professoren und Schriftsteller. Sondern ich will ein Publikum erreichen. Und das ist mit dem literarischen Quartett einigermaßen gelungen. Da ist der Herr Pirici ganz anderer Meinung. Ne? Oh. Prost. Ja, wollen Sie das sagen oder nicht? Sie haben doch gesagt, tut das ja wohl. Er macht doch Sendungen für Professoren. Und er lebt in einer Parallelwelt. Er bespricht Bücher, die eigentlich keine Sau interessiert. Die kommen dann auf Platz 10 oder sowas. Ja, da ist, naja, also ist was dran. Wir besprechen oft im Quartett Bücher, die einen sehr geringen Verkauf hatten. Da wurden 5.000 verkauft und dann haben wir es besprochen und dann sind es innerhalb gut. Von 2-3 Monaten 80.000. Das glaube ich Ihnen nicht. Das glaube ich nicht. Schauen Sie mal. Bitte, wollen wir uns nicht darüber streiten. Denn ich kann doch solche Dinge, wenn ich das hier sage, kann ich sie beweisen. 80.000 Hardcover. Ja. In deutschen Verlagen. Ja, in einem deutschen Verlag. Und hören Sie zu, ein Buch, die werden Sie mir nicht glauben, ein Buch über Auschwitz. Was keiner lesen will. Ja, was soll jetzt mit dem Auschwitz? Wollen Sie mich jetzt fertig machen, oder was? Ich will Ihnen sagen, dass das ein Thema ist, das an sich das Publikum nicht sonderlich begeistert oder interessiert. Aber nachdem wir darüber gesprochen haben, gezeigt haben, wie fabelhaft das geschrieben ist, wie es über den engen Hintergrund noch weit hinausgeht, haben viele Leute das gelesen. Und der eine hat es dem anderen empfohlen und es sind 80.000 oder 90.000 verkauft. Übrigens geschrieben von einer Frau. Ein glänzendes Buch. Herr Reich-Ranitzky, das ist tatsächlich nachgewiesen, dass die Verkaufszahlen hochgehen. Übrigens auch von Büchern, die Sie in Ihren Quartett kritisieren. Auch da gehen die Verkaufszahlen hoch. Könnte für Ihr eigenes Buch das auch gelten? Könnte das da besprochen werden? Ihr eigenes neues Buch, was zufällig vor Ihnen liegt? Nein, aus zwei Gründen könnte es nicht vorkommen. Erstens, es ist ein Buch von mir und kann also schwerlich in einer von mir geleiteten Sendung vorkommen. Wäre das aber nicht von mir, würden wir es auch nicht machen. Warum nicht? Weil wir im literarischen Quartett nur zwei Gattungen machen. Romane und Erzählungsbände. Schluss. Wir haben versucht, essayistische Bücher, ist für diese Sendung, die populär sein soll, nicht geeignet. Wir haben einmal ein hervorragendes Buch von Richard Ellman über Oscar Wilde gemacht. Ich habe gesagt, machen wir das nicht. Kein Mensch weiß in diesem Land, wer Richard Ellman ist. Dann haben wir es gemacht. Und liebe Frau Magnani, was hat sich herausgestellt? Das Publikum wusste überhaupt nicht, wer Oscar Wilde ist. Ja, eben. Wir sprechen zu einem Publikum, das über Literatur schwach informiert ist. Wir haben rund 1 Million Zuschauer. Sie glauben doch nicht, dass auch nicht immer, auch nicht immer. Ungefähr, letztens immer. Ungefähr manchmal. Ja, sagen Sie mal,
Können Sie, glauben Sie, dass es in Deutschland 1 Million Menschen gibt, die sich ernsthaft für Literatur interessieren? Überhaupt nicht, viel weniger. Aber Sie sehen die Sendung, weil sich da, meinen die Leute, eine Art Kampf abspielt, weil das Streit stattfindet zwischen Sigrid Löffler und mir und Helmut Karasek. Und das sehen die Leute und erleben als eine Show. Die Bücher interessieren die Leute wenig. Aber nachdem sie so einen Streit gehört haben, wo da einer von uns gesagt hat, das Buch ist nichts wert, und der andere hat gesagt, du irrst, mein Freund, es ist schon hochinteressant, nur du liest es falsch und dergleichen. Und da passiert es, dass die Leute, die sich nicht für Literatur interessieren, manchmal ein solches Buch kaufen. Unser Publikum sind nicht die Literaten, die gucken sich's natürlich an, um zu sehen, ob sie selber vorkommen. Ist ja verzeihlich. Aber ein nicht an Literatur interessiertes und letztlich doch Bücher kaufendes Publikum. Herr Janicki, wir Gäste bekommen alle das gleiche Geld. Geben Sie ihm doch eine Chance, das noch mit kurz abzuverdienen. Also was doch will er verdienen? Unser Wahnsinnshonorar, das wir hier bekommen. Er wollte es ganz kurz noch was abverdienen. Nee. Kritik mit ihm umgeht. Ja. Wie geht die Kritik mit Ihnen um? Herr Perici. Also die hohe Kritik so an seinem Niveau, die nimmt mich überhaupt nicht wahr. Aber das ist nicht so schlimm, weil die nimmt, kennt auch nicht, diese Kritik kennt auch nicht einen Stephen King zum Beispiel. Ich habe noch nie über, wenn ein Buch von Stephen King veröffentlicht, das ist der erfolgreichste Autor auf der Welt. Wenn von ihm was veröffentlicht wurde, habe ich noch nie eine Kritik darüber gelesen oder sowas. Der Herr Reinitzki, der ist beim ZDF und die reden über Thomas Mann und Goethe. Und in Wirklichkeit liest das kein Mensch. Das ist absoluter Quatsch. Alle klatschen, wenn Thomas Mann und Goethe und so. Das ist Quatsch. Das hat man, quält man Kinder damit. Ich weiß auch nicht, warum man Goethe lesen sollte zum Beispiel. Ja, aber bitte, wir wollen uns hier nicht unterhalten, warum man Goethe lesen. Soll das gehen? Nein. Also Sie bestimmen jetzt, worüber wir uns unterhalten sollen oder nicht. Nein, das geht nicht. Ich kann mich dazu nicht äußern. Tun Sie es doch einfach nicht. Nein, ich äußere mich. Ich sage nur, ich äußere mich nicht durch eine Frage. Wir werden dann sehen, wir wollen nicht, Shakespeare lohnt sich nicht und Goethe nicht. Und ich meine, das sind ja, wir an einem das ist Niveau. Doch, aber Sie müssen doch zugeben, dass das wirklich für Literaturwissenschaftler etwas heute nein, ist. Nein, überhaupt nicht. Sie haben keine nein, Ahnung. Ja, natürlich, wir sind alle Genies und wir lesen jeden Tag unseren Goethe. Das stimmt überhaupt aber nicht. Aber sind Sie nicht nur sauer, weil die Kritik nicht Sie nicht zur Kenntnis nimmt? Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben doch kein einziges Werk von Goethe im literarischen Quartett gemacht. Aber wir dürfen doch, wenn eine Neuerscheinung von Thomas Mann kommt, also ein Tagebuch, das ungedruckt war, obwohl Thomas Mann längst tot ist, ja, dann ist es selbstverständlich, dass wir das besprechen. Das wir sprechen ja in der Regel nur zeitgenössische Autoren. Aber es wird immer Thomas Mann gemessen. Zeitgenössische Autoren. Herr Reich-Ranitzky, Sie sind ein Vielfach-Talent. Sie sind Talkmaster, Sie sind Juror, Sie sind Bücherschreiber, Sie sind... Was weiß ich, unter anderem sind Sie auch Professor. Die Frage lautet nicht, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut, sondern wann können wir das alles mal lesen? Stichwort Autobiografie. Wann kommt ja, die? Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Ich habe große Angst, eine Autobiografie zu schreiben, aber ich will in relativ kurzer Zeit eine partielle Autobiografie schreiben. Ich möchte ein Buch schreiben mit dem Titel, der schon viele ärgern wird. Meine Sorgen mit deutschen Schriftstellern. Dass diese Formulierung über meine Sorgen hat schon Martin Walser vor 20 Jahren geärgert, hat gesagt, er behandelt uns wie Patienten. Und in der Tat ist der Kritiker einer, der ein bisschen den Autor wie einen Patienten behandelt. Na ja, ich möchte ein autobiografisches Buch schreiben, nicht zuletzt quält mich meine eigene Frau, es zu tun. Aber sie soll schon die Frage ist oft gestellt, ja, aber Sie haben sie heute Deutsch, das erste Mal ja. mit der ja, Bahn. Ja, ich will das machen. Also sollten Verständnis haben, dass ich Angst habe. Ich müsste Dinge darstellen, deren erneute Darstellung hinauslaufen würde darauf, dass ich sie noch einmal erleben müsste. Ich möchte sie eigentlich nicht noch mal erleben. Aber irgendwie muss man es lösen. Man muss ihn lieben, anders ist er nicht zu ertragen. Herzlich willkommen, Herr Reich-Ranitzky. Sie sind... ja. Da ich oft im Fernsehen tätig bin, etwa im literarischen Quartett, weiß ich auch, mir ist schon mehr als einmal eine Formulierung entschlüpft. Sie wissen, über das Fernsehen und das Reden im Fernsehen gibt es ein großes Wort von Friedrich Schiller. Wie geht das? Schiller. Schiller hat geschrieben,
Doch kaum ist ihm das Wort entfahren, möcht er's im Busen gern bewahren. Ja. Damit hat Schiller das deutsche Fernsehen gemeint. Oder? Die Talkshows hat er gemeint. Sie kennen die alte Talkshow-Moderatoren-Weisheit. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Sehr schön. Sehr schön. Ne? Sehr. Jawohl. Die Lyrik bleibt. Wir haben ein Gedicht hier. Würden Sie uns die Ehre antun, Erinnerungen an die Marie A., das zu lesen? Die Ehre will ich Ihnen antun, aber ob ich Ihnen ein Vergnügen bereiten werde, das steht noch dahin. Gut. Denn lesen, Gedichte lesen, kann ich überhaupt. Es ist zwar eine CD erschienen. Sie machen ja. Es mir jetzt etwas schwer, auf die CD zu verweisen, weil es ist eine wunderschöne CD. Und zwar, Marcel Reich-Ranitzky liest zum einen Gedichte von Bert Brecht und zum anderen lesen Sie auch einen Aufsatz, der wiederum auch in diesem Buch erschienen ist. Es ist also im Grunde sind Sie Reich-Ranitzky Multimedia. CD. Naja, ich benutze alle Medien, in denen man etwas für die Literatur machen kann. Die CD ist meine Idee nicht. Das war die Idee der East-West Records-Firma. Ja. Die sind mit dieser absurden Idee zu mir gekommen und haben gesagt, ich kann überhaupt nicht Gedichte lesen. Ich bin überhaupt nicht geeignet, eine CD zu machen. Da haben die gesagt, das wissen wir wollen es dennoch. Und dann habe ich mir gedacht, Herr Gott, auch das kann man im Leben verändern. Das war Brecht, der sich im Grabe umgedreht hat. Super. Und das Buch wollten Sie auch nicht schreiben, aber es war eine Idee vom Aufbauverlag wahrscheinlich, der Sie dann auch genötigt hat. Sie haben recht, der Aufbauverlag hat mich zum Jubiläum eingeladen, einen Vortrag über Brecht und die Liebe am Gendarmenmarkt im alten Schauspielhaus zu sprechen, zu halten. Und aus diesem Vortrag ist dieses Buch entstanden. Sie müssen eins wissen, ich habe zwei Bücher in letzter Zeit veröffentlicht, die beide sehr erfolgreich sind. Aber aus welchen Gründen? Das eine Buch ist über Brecht, Ungeheuer oben. Das andere, vor 5 Monaten, das ist das Buch, so. Der Fall Heine. Beide Bücher haben etwas miteinander gemein. Ich habe gar nicht gewusst, dass das zum Erfolg so beiträgt. Die sind ganz dünn. Die Leute haben es satt, 700 Seiten Bücher über Heine oder Brecht zu lesen. Meine Bücher sind 120 Seiten. Das reicht. Und das ist für viele etwas erfreulich. Best of Brecht sozusagen. Ja, ja, das Entscheidende gesagt. Ich bin dafür, dass die Leute Brecht lesen und Heine lesen. Und die können schon ruhig weniger über Brecht und über Heine lesen. Alles, was wir als Kritiker oder Literarhistoriker machen, hat doch diesen Zweck, die Leute dazu zu bringen, dass sie gute Literatur von heute oder von gestern lesen. Das könnten Sie jetzt auch, indem Sie das Gedicht... Ja, aber dann muss ich ein Wort vorausschicken. Darf ich ganz kurz etwas gern. Warum haben Sie gerade dieses Gedicht ausgewählt, die Erinnerung an die Marie A.? Weil Herr Reich-Ranitzky in einem subtilen Vorgespräch durchaus durchschimmern ließ, wenn er überhaupt lesen würde, dann eventuell das. Das ist mein liebstes Gedicht, ich freue mich. Ach so. Sehen Sie, ja. Aber Liebe, unsagbar. Glauben Sie es mir, wir beide, Sie und ich, wir sind vollkommen unoriginell, denn es ist das liebste Gedicht von Tausenden von Menschen. Ja. Eines der berühmtesten Gedichte von Bertolt Brecht. Genau. Wenn ich es jetzt lese, muss ich eins vorausschicken. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe gar nicht die Bedingung dazu. Mehr zu hören. Aber, ich lese so wie ein Regisseur, der kein Schauspieler ist, in der Probe dem Schauspieler zeigt, wie er das spielen soll. So stelle ich mir vor, sollte das einer, der wirklich lesen kann, lesen, wie ich es jetzt versuche. Genau. Gut. Wir lauschen. An jenem Tag, im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sage ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen,
Wenn nicht die Wolke da gewesen wäre, die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer. Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Toll. Herr Reich-Ranicki, was sind Sie denn nun eigentlich? Ein Deutscher oder ein Pole? Hat Sie diese Frage ein Leben lang begleitet? Ja, aber die Frage hat andere Leute offenbar noch mehr interessiert als mich selber. Ich habe mich längst damit abgefunden, dass ich meine Zugehörigkeit nicht so klar definieren kann. Auf jeden Fall bin ich ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ein Deutscher bin ich nicht. Es gab ja solche Leute, die darunter sich eingebildet haben, sie seien Deutsche, und dann haben sie darunter gelitten, dass man ihnen ihr Deutschtum nicht anerkannt hat. Nein, nein, ich bin mit Sicherheit kein Deutscher, ich war es nicht, ich werde es nicht sein, ich muss es nicht sein. Es lebt sich ganz gut ohne ein Deutscher. Meinten Sie eben Ignaz Bubis? Unter anderem. Ich bin heute so intelligent. Ich meine, das wundert Sie auch. Natürlich. Für Bubis war das eine riesige Enttäuschung. Er glaubte, er sei ein Deutscher. Und er wurde voll und ganz als Deutscher anerkannt. Aber als Jude empfunden. Kein Mensch hat ihn als Deutschen empfunden. Und dann deswegen diese ewig war er beleidigt, wenn jemand gesagt hat, wir sehen uns nächste Woche bei Ihrem Botschafter. Gemeint war beim Botschafter des Staates Israel. Und er glaubte, nein, stimmt nicht. Also Sie sehen, mir kann das alles nicht passieren. Sie haben in dem Nachruf auf Ignaz Bubis in der FAZ geschrieben, Herr Bubis war ein gejagter, gehetzter, getriebener. Ja, mag sein. Zitat, ist das eine Beschreibung, in der Sie sich selbst auch wieder erkennen? Nein. Ich erkenne mich nicht ganz so wieder. Das ist eine alte Methode, was ich über Heine geschrieben habe oder über Ludwig Börne oder Friedrich Schlegel. Da sagt man, ist das nicht zufällig über Sie selber gesagt? Wird immer wieder entdeckt. Da gibt es Zitate von Friedrich Schlegel, die als Selbstcharakteristiken von mir betrachtet werden. Vielleicht zu Recht, vielleicht nicht. Aber damit treten wir schon auf ein Gebiet der Intim, in einen Intimbereich. Wenn man über andere schreibt, schreibt man immer auch über sich. Immer. Das ist ganz klar, das lässt sich gar nicht vermeiden. Es geht in Ihrem Buch auch um Liebe und um Liebesverrat. Sehen Sie dieses Buch, auch wenn es eine Autobiografie ist, auch als Liebesgeschichte? Es sind allerlei Liebesgeschichten erzählt in diesem Buch. Alles Geschichten aus meinem Leben. Und eins möchte ich Ihnen gleich sagen. Meine Frau hat alles gelesen, bevor es gedruckt wurde. Wir dürfen Sie übrigens begrüßen. Ja, da ist Frau. Ja. Herzlich willkommen. Alles, was ich über verschiedene Freundschaften mit Personen weiblichen Geschlechts geschrieben habe, hat sie akzeptiert. Sie hat aus dem ganzen Buch einen Satz gestrichen haben wollen. Kann ich ihn nicht nennen, aber der Satz war über sie selber. Ja, das ist ein völlig harmloser Satz, aber ich habe mir gedacht, wenn Sie den einen einzigen Satz... Den haben Sie extra reingegeben, ja, den damit kann, Sie was habt. Ist der Satz nicht der Rede wert. Ja, Liebe, naja, ich meine, um die Liebe und um die Literatur geht es zum großen Teil in diesem Buch. Es ist ein Buch über mein Leben. Ich habe etwas getan, was unter deutschen Autoren nicht so üblich ist. Ich habe mir nämlich immer wieder überlegt, interessiert das irgendjemanden, was ich gerade erzählen will? Deutsche Autoren stellen diese Fragen ungern, sehr ungern. Und ich habe manches nicht erzählt, nicht geschrieben, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. In allen Autobiografien langweilen mich zu Tode Geschichten über die Kleinkinder. Alle erzählen, wie das war mit der dreijährigen Tochter, mit dem vierjährigen Sohn, wie niedlich sie war und wie klug der Junge. Und das ist abscheulich. Ich habe mich gehütet,
derartiges zu schreiben. Nachher sagt man mir, es sei zu wenig über meinen Sohn. Man kann es den Lesern nicht recht machen. Konnten Sie je oder können Sie es noch an Gott glauben? Nein. Das nicht. Das nun wirklich nicht. Können Sie das vermuten? Um Gottes Willen. Die Frage an sich, die Frage an sich muss erlaubt sein. Es ist erlaubt, an Gott zu glauben. Und das ist jeder Religion erlaubt in diesem Land. Nur dem Grundgesetz zufolge ist es auch erlaubt, an Gott nicht zu glauben. Nicht zu glauben, dass es Gott gibt. Ich habe eine Kollegin, die ist Journalistin. Die hat mir neulich, ist sie zurückgekehrt, gute Journalistin, vom Urlaub in Italien. Und ich habe sie gefragt, ja, was hast du im Urlaub gemacht diesmal? Vor allem viel mit Gott gesprochen. Ja. Ich verstehe es nicht, aber gut. Sie haben sich gesagt, gut, dass ich bei dem Urlaub nicht dabei war. Ja, ja, da habe ich völlig recht. Aber es kommt doch ganz darauf an, was man unter Gott meint. Wenn Sie einen Mann mit einem Bart meinen, nein. Eine höhere Kraft, irgendeine. Dass es irgendwas gibt, was nicht persönlich ist, was man nicht erklären kann, das kann man auch sehen. Es sind vier Buchstaben zu finden, G-O-T-T, ja. Es gibt das Wort von Sartre, wo er sagt, dass die Atheisten sich am meisten mit Gott beschäftigen. Ja. Schönes Wort, sehr schönes Wort. Gibt es Pläne für eine Sendung? Herrgott, ist das denn so schwer rauszukriegen? Also noch eine dritte Sendung? Nein, nicht bei Schmidt. Ein eigenes Format. Ja, meine ich ja. Noch eine dritte Sendung. Also zu dem Tiebreak und zu dem Backup ist momentan nicht in Planung. Ja. Weil ich jetzt eben, wie gesagt, auch nicht als Moderatorin ja vom Himmel gefallen bin, sondern jetzt erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sage ich, erstmal ein bisschen trainieren möchte. Und wenn ich dann, ich erkläre Ihnen das später, ja? Und wenn ich dann das ein bisschen besser kann, ja, und auch mit einem Herrn Reicher-Nitzkis aufnehmen kann, irgendwann mal in einem halben Jahr. Dann, lieber Herr Reich-Ranitzky, Sie haben sich Ruhe gewünscht. Ich kann Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen. Wir müssen kurz sprechen. Kurz? Jetzt werden Sie kurz? Nein, Sie wollen Sie mich fragen. Sie wollen mich nicht zu Worte kommen lassen. Das ist nicht wahr. Das täuscht. Und ich habe auch das Gefühl, Sie würden sich von mir nicht zurückhalten lassen. Na, ich werde mein Möglichstes tun. Ich auch. Ja. Also, was wollen Sie von mir wissen? Wie geht es Ihnen? Wie es mir geht. Na ja, also. Unter uns nicht sehr gut und gerade heute Abend nicht sehr gut. Hier ist ein Mensch am Tisch. Mit dem würde ich mich gern unterhalten. Aber Sie werden uns beide nicht zu Wort kommen lassen. Es sind 8 Leute hier. Rabe. Mit Rabe möchte ich über Musik sprechen. Ich habe keine Ahnung, was er von Musik hält. Ich habe ihn nur sehr oft gehört. Er ist fabelhaft. Ich weiß. Ja, er ist fabelhaft. Er ist nicht vom Fernsehen. Er ist ernst. Ich habe sofort verstanden, welche Art von Einteilung Sie hier vornehmen. Ja. Nein, er ist fabelhaft. Das stimmt. Wie ich ihn zum ersten Mal vor Jahren gehört habe, war ich vollkommen weg. Sind Sie ein Wagner-Fan? Ja. Ja, ist ja gut. Ja. Ja. Aber Sie wissen ja das. Was lieben Sie von Wagner? Womit könnte man ihm zu Ihrem 88. Geburtstag, um noch mal sanft zu meinem Ursprungsthema zurückzuleiten, mit welcher Arie oder mit welchem Stück? Welche Arie? Ich werde ihm schon sagen, was ich am meisten von Wagner liebe. Ja, wir freuen uns, wenn du nachher... Na, lassen Sie mich ausreden. Ja. Tristan und Isolde und die Meistersinger von Nürnberg. Sehr, sehr. Ja, die beiden Stücke interessieren mich ganz besonders. Tristan und Isolde ist natürlich sehr unanständig. Ja, deswegen interessiert es Sie ja auch so. Naja, es wird mit der Musik ausgedrückt, was man mit Worten so nicht ganz ausdrücken darf. Im Übrigen habe ich da eine Belehrung gehalten, sehr wichtig. Ich habe mal Wolfgang Wagner getroffen, vor 5 oder 8 Jahren. Hat er mir eine interessante Frage gestellt. Er sagt, wissen Sie, wie oft im Tristan und Isolde ein Koitus stattfindet? Ich sage, naja, im 3. Akt eigentlich die ganze Zeit. Ein sehr langer. Nein, sagt er, wie viel ernsthaft? Und sagt, 3-mal. Sag ich, gut, 3-mal. Woher wissen Sie das, Herr Wagner? Darauf sagt er, da steht in der Partitur immer eine Fermate. Die Fermate deutet darauf hin.
Interessant, nicht? Ist das nur bei Wagner so oder ist das in der klassischen Musik allgemein so? Nein. Weil ich habe schon so viele Fermaten bisher in meinem Leben gehört, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Ja, 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 ja. Ich weiß, Sie sind da etwas unterentwickelt. Ich verstehe. Nehmen Sie mich ab. Ich stamme aus einer Musikerfamilie. Wissen Sie, mit Ihnen gebe ich mir Mühe. Dabei können Sie sich... Können Sie sich bei mir auch ein wenig anlehnen und Sie würden auch verstehen. Na, wir sitzen zu weit auseinander. Das stimmt nicht, ich habe Sie extra ganz nah zu mir hergesetzt. Aha, das nennen Sie ganz nah. Ja. Ah ja, also, damit Sie wissen etwas nicht, da muss ich Sie belehren. Von Musik verstehe ich wirklich etwas. Nicht von Literatur, das ist was ganz anderes. Aber Musik, das ist sehr wichtig in meinem Leben. Ja. Wir haben alle Ihre Interessen fast schon beisammen. Erotik. Erotik. Erotik, Musik, Wagen. Literatur haben wir eigentlich ein bisschen beiseite gelassen. Wie sieht es aus mit Sport? In meiner Jugend habe ich mich dafür interessiert, aber das liegt nur so weit. Das waren die... Olympischen Spiele von 32 in Los Angeles. In Los Angeles? Ja. 32? Ja. Ich dachte 84. Das war schon einmal 32. Also, für Sport habe ich mich nicht so sehr interessiert. Na, warten Sie mal. Sie haben schon Musik und Literatur. Wollen Sie noch andere Dinge, die mich interessieren? Ich wollte eigentlich wissen, wann Sie angefangen haben, sich für Mädchen zu interessieren und ob die Mädchen sich auch für Sie interessiert haben, weil, wie ich es so beim Studium Ihrer Biografie herausgelesen habe, waren Sie doch eher zurückgezogen mit sich und den Büchern. Ja, ja, Sie sehen es richtig. Die Mädchen waren doch etwas zu schüchtern. Nein, Sie waren zurückgezogen, dachte Sie ich. Meinen Sie? Na, ich meine, na ja, ach, wissen Sie, was, worüber wollen wir denn hier reden? Über meine Jugend. Wenn ich Ihnen erzähle, wie meine Jugend, die Schuljahre stattgefunden haben, Sie wollen hier immer, das muss ja hier immer lustig bei euch sein, in Sendung. Was ich da zu erzählen habe, ich habe das Abitur im Jahre 38 gemacht. Kapieren Sie das? Ja. 38. Ja. Das war keine sehr schöne Zeit. Nein. Für mich. Naja, und kurz danach bin ich auf Weisung von Adolf Hitler deportiert worden. Verhaftet und deportiert. Ganz interessant. Ja, darüber könnte ich viel erzählen. Ich sehe an Ihren Augen, dass Sie das gar nicht hören wollen. Das ist überhaupt nicht wahr. Sie sind heute da, um über sozusagen über alles zu sprechen. Aber ich habe das Gefühl, Sie möchten das auch ein bisschen selbst bestimmen, worüber wir sprechen. Aber mal vielleicht die Frage, hatten Sie auch mal Angst, dass das alles in die falsche Richtung gehen würde, dass es kein gutes Ende nehmen würde, als Sie 1938 Abitur gemacht haben? Oder dachten Sie... Es wird werden, meine Zeit kommt, wir müssen hier durch und irgendwann das Licht am Ende. Ich hatte allen Anlass anzunehmen und zu vermuten, dass es ganz schlimm sich alles abspielen wird mit mir. Es hat sich schrecklich abgespielt mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, mit mir glücklicherweise nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hatte Glück. Ein Zufall, einem Zufall verdanke ich mein Leben. Sie haben eine wunderbare Frau, die auch häufig Gegenstand Ihrer Gespräche ist und auch Ihrer Autobiografie selbstverständlich. Wie ist es gelungen, dass Sie Ihre Frau ein Leben lang haben halten können? Sie würde Ihnen sagen, mit Worten. Nehme ich an, würde sie antworten. Ich bin ziemlich hilflos. Ich weiß nicht, was ich Ihnen antworten. Sehen Sie, wir haben uns kennengelernt in einem hochdramatischen Augenblick Ihres Lebens, überhaupt 5 Minuten, nachdem Sie Ihren Vater vom Gürtel losgeschnitten hat, auf dem er sich aufgehängt hat, im Januar 1940. In dem Augenblick haben wir uns kennengelernt. Und eigentlich ist es bis heute, von Januar 40 bis heute, 2008 gab es nie einen Augenblick,
wo wir uns trennen wollten. Das hat sich irgendwie von selber alles ergeben. Ich habe sie nicht gefragt, willst du meine Frau werden oder so. Das hat sich alles so von selber ergeben. So viele Jahre. Naja, so ganz leicht war es nicht. Und um es gleich zu sagen, für sie war es nicht ganz leicht und für mich. Für wen es schwieriger war, na, das möchte ich nicht sagen. Wozu soll ich das sagen? Aber, naja, es ist, mehr ist hier nicht zu sagen. Sie, dass es in Deutschland 1 Million Menschen gibt, die sich ernsthaft für Literatur interessieren? Überhaupt nicht, viel weniger. Aber Sie sehen die Sendung, weil sich da, meinen die Leute, eine Art Kampf abspielt, weil da Streit stattfindet zwischen Sigrid Löffler und mir und Helmut Karasek. Und das sehen die Leute und erleben als eine Show. Die Bücher interessieren die Leute wenig. Aber nachdem sie so einen Streit gehört haben, wo da einer von uns gesagt hat, das Buch ist nichts wert, und der andere hat gesagt, du irrst, mein Freund, es ist schon hochinteressant, nur du liest es falsch und dergleichen. Und da passiert es, dass die Leute, die sich nicht für Literatur interessieren, manchmal ein solches Buch kaufen. Unser Publikum sind nicht die Literaten, die gucken sich's natürlich an, um zu sehen, ob sie selber vorkommen. Ist ja verzeihlich. Aber ein nicht an Literatur interessiertes und letztlich doch Bücher kaufendes Publikum. Herr Reich-Janitzki, wir Gäste bekommen alle das gleiche Geld. Geben Sie ihm doch eine Chance, das noch mit kurz abzuverdienen. Was doch will er verdienen? Unser Wahnsinnshonorar, das wir hier bekommen. Er wollte es ganz kurz noch was abverdienen. Nee. Kritik mit ihm umgeht. Ja. Wie geht die Kritik mit Ihnen um? Herr Perici. Also die hohe Kritik so an seinem Niveau, die nimmt mich überhaupt nicht wahr. Aber das ist nicht so schlimm, weil diese Kritik kennt auch nicht einen Stephen King zum Beispiel. Ich habe noch nie wenn ein Buch von Stephen King veröffentlicht, das ist der erfolgreichste Autor auf der Welt. Wenn von ihm was veröffentlicht wurde, habe ich noch nie eine Kritik darüber gelesen oder sowas. Der Herr Reinitzki, der ist beim ZDF und die reden über Thomas Mann und Goethe. Und so. In Wirklichkeit liest das kein Mensch. Das ist absoluter Quatsch. Alle klatschen, wenn Thomas Mann und Goethe und so. Das ist Quatsch. Das hat man, quält man Kinder damit. Ich weiß auch nicht, warum man Goethe lesen sollte zum Beispiel. Ja, aber bitte, wir wollen uns hier nicht unterhalten, warum man Goethe lesen. Soll das gehen? Nein. Also Sie bestimmen jetzt, worüber wir uns unterhalten sollen oder nicht. Nein, das geht nicht. Ich kann mich dazu nicht äußern. Tun Sie es doch einfach nicht. Nein, ich äußere mich. Ich sage nur, ich äußere mich nicht durch den Fragen. Wir werden dann sehen, wir wollen nicht, Shakespeare lohnt sich nicht und Goethe nicht und ich meine, aber Sie müssen doch zugeben, dass das wirklich für Literaturwissenschaftler etwas heute nein, ist. Nein, überhaupt nicht. Sie haben keine Ahnung. Ja, natürlich, wir sind alle Genies und wir lesen jeden Tag unseren Goethe. Das stimmt überhaupt aber nicht. Aber sind Sie nicht nur sauer, weil die Kritik nicht Sie nicht zur Kenntnis nimmt? Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben doch kein einziges Werk von Goethe im literarischen Quartett gemacht. Aber wir dürfen doch, wenn eine Neuerscheinung von Thomas Mann kommt, also ein Tagebuch, das ungedruckt war, obwohl Thomas Mann längst tot ist, ja, dann ist es selbstverständlich, dass wir das besprechen. Das wir sprechen ja in der Regel nur zeitgenössische Autoren. Aber es wird immer Thomas Mann gemessen. Zeitgenössische Autoren. Herr Reich-Janitzki, Sie sind ein Vielfach-Talent. Sie sind Talkmaster, Sie sind Juror, Sie sind Bücherschreiber, Sie sind, was weiß ich, unter anderem sind Sie auch Professor. Die Frage lautet nicht, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut, sondern wann können wir das alles mal lesen? Stichwort Autobiografie. Wann kommt ja, die? Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Ich habe große Angst, eine Autobiografie zu schreiben, aber ich will in relativ kurzer Zeit eine partielle Autobiografie schreiben. Ich möchte ein Buch schreiben mit dem Titel, der schon viele ärgern wird, Meine Sorgen mit deutschen Schriftstellern. Dass diese Formulierung über meine Sorgen hat schon Martin Walser vor 20 Jahren geärgert, hat gesagt, er behandelt uns wie Patienten. Und in der Tat ist der Kritiker einer, der ein bisschen den Autor wie einen Patienten behandelt. Na ja, ich möchte ein autobiografisches Buch schreiben, nicht zuletzt quält mich meine eigene Frau, es zu tun. Aber sie soll schon die Frage ist oft gestellt, aber Sie haben sie heute Deutsch, das erste Mal mit ja beantwortet. Ja, ich will das machen. Also sollten Verständnis haben, dass ich Angst habe. Ich müsste Dinge darstellen, deren erneute Darstellung
hinauslaufen würde darauf, dass ich sie noch einmal erleben müsste. Ich möchte sie eigentlich nicht noch mal erleben. Aber irgendwie muss man es lösen. Man muss ihn lieben, anders ist er nicht zu ertragen. Herzlich willkommen, Herr Reich-Ranitzky. Sie sind... ja. Da ich oft im Fernsehen tätig bin, etwa im literarischen Quartett, weiß ich auch, mir ist schon mehr als einmal eine Formulierung entschlüpft. Sie wissen, über das Fernsehen und das Reden im Fernsehen gibt es ein großes Wort von Friedrich Schiller. Wie geht das? Schiller. Schiller hat geschrieben, doch kaum ist ihm das Wort entfahren, möcht er es im Busen gern bewahren. Ja. Damit hat Schiller das deutsche Fernsehen gemeint. Oder? Die Talkshows hat er gemeint. Sie kennen die alte Talkshow-Moderatoren-Weisheit. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Sehr schön. Sehr schön. Ne? Sehr jawohl. Die Lyrik bleibt. Ja. Wir haben ein Gedicht hier. Würden Sie uns die Ehre antun, Erinnerungen an die Marie A., das zu lesen? Denn die Ehre will ich Ihnen antun, aber ob ich Ihnen ein Vergnügen bereiten werde, das steht noch dahin. Gut. Denn lesen, Gedichte lesen, kann ich überhaupt. Es ist zwar eine CD erschienen. Sie machen es mir jetzt etwas schwer, auf die CD zu verweisen, weil es ist eine wunderschöne CD. Und zwar, Marcel Reich-Ranitzky liest zum einen Gedichte von Bert Brecht und zum anderen lesen Sie auch einen Aufsatz, der wiederum auch in diesem Buch erschienen ist. Also im Grunde sind Sie Reich-Ranitzky Multimedia. CD. Naja, ich benutze alle Medien, in denen man etwas für die Literatur machen kann. Die CD ist meine Idee nicht. Das war die Idee der East-West Records-Firma. Ja. Die sind mit dieser absurden Idee zu mir gekommen und haben gesagt, ich kann überhaupt nicht Gedichte lesen. Ich bin überhaupt nicht geeignet, eine CD zu machen. Da haben die gesagt, das wissen wir wollen es dennoch. Und dann habe ich mir gedacht, Herr Gott, auf das kann man im Leben verlassen. Das war Brecht, der sich im Grabe umgedreht hat. Nein, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Sie nicht vergessen dürfen. Das ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Aber vor 25 Jahren war das aktuell. Ich habe manche Bücher kritisiert und gesagt, es seien üble, obszöne Bücher, ganz üble Schriftsteller. Und habe zwei Beispiele des obszönen Pornografischen zitiert. Die Bücher wurden fabelhaft verkauft. Die Leute waren glücklich zu sehen, dass da Pornografie drin ist. Dass ich das für schlecht hielt, das war für die meisten Leser total gleich. Sagen Sie, weil Sie auf dieses Stichwort kommen, da hat die Elfriede Jelinek mit diesem lustbetitelten Buch ja offenbar was angerichtet. Nicht? Sie können doch heute kaum noch eine deutsche Zeitschrift aufschlagen, ohne dass nicht die Lust der Frau. Jetzt endlich dürfen Sie beschreiben, was Ihnen Lust macht. Frauen lieben langsam. Sie kennen das Buch nicht. Was ist das? Ist das eine Mode? Sie kennen das Buch nicht, denn das, was Sie eben gesagt haben, steht eben in dem Buch nicht drin. Das Buch zeigt nicht, was der Frau Lust bereitet. Ich sage nur, das hat diese Welle ausgelöst. Ja, aber mit der Welle, machen Sie sich mal keine Sorgen, in drei Wochen ist das vorbei. Nein. Was ist das nur, Frau Jahr? Ist das ein Fortschritt, dass Frauen ihre Lust beschreiben? Das finde ich ein Fortschritt, aber die Frau Jelinek, die beschreibt wirklich nicht ihre Lust, sondern die beschreibt, was dem Mann Lust bereitet und das findet sie überhaupt nicht gut. Aber sie gebraucht dabei ein Vokabular, das Frauen bislang offensichtlich... Ja, lieber, entschuldigen Sie, das sollte doch gerade Unlust. Diese Frau Jelinek beschreibt in dem Buch, dass für die Frau der Geschlechtsverkehr eine Qual ist. Sie werden, diese Frauen, von Männern gefoltert. Sie gehen nur ins Bett, weil sie müssen, aber an sich hassen sie diese Betätigung. Und ich habe da so den Eindruck, dass das nicht ganz stimmt, was Frau Die Situation ist da, Sie sind dran. Ja, was wollen Sie von mir? Das wollte ich vorher klären. Soll ich Ihnen eine Frage stellen? Oder machen Sie stellen Sie eine Frage, ich bitte darum. Gut, dann möchte ich gerne wissen, möchte ich da mal anknüpfen, bevor wir auf Ihr Buch kommen. Er hat gesagt, wir spielen alle Rollen. Jemand, ein berühmter Mensch, hat mal gesagt, wir müssen im Fernsehen alle etwas unter unserem Niveau bleiben. Sie wissen, wer das gesagt hat? Nein. Sie. Ich? Ja. Habe ich gesagt. Ja. Ist ja gar nicht so schlecht. Nee, ne? Daraufhin nicht. Frage an Sie. Spielen Sie auch, wenn Sie hier so auftreten, im Fernsehen eine Rolle? Sie sind ja zu dieser Fernsehkarriere erst relativ spät gekommen. Richtig.
hat mich selber gewundert. Ob man eine Rolle spielt? Nein, ich mache das nicht so bewusst. Ich versuche nur etwas zu tun, was nicht so häufig im deutschen Fernsehen geschieht. Nämlich das, was ich zu sagen habe, klar und deutlich zu sagen, oft simplifizierend zu deutsch vereinfachen. Ich halte diese Vereinfachungen für notwendig. Ich mache kein Fernsehen für die Kollegen, Professoren und Schriftsteller. Ich will ein Publikum erreichen. Und das ist mit dem literarischen Quartett einigermaßen gelungen. Da ist der Herr Pirici ganz anderer Meinung. Ne? Oh. Prost. Ja, wollen Sie das sagen, sagen oder nicht? Sie haben doch ja, gerade er gesagt, tut das tut ja er wohl. Wohl. Er macht doch Sendungen für Professoren und er lebt in einer Parallelwelt. Er bespricht Bücher, die eigentlich keine Sau interessiert. Die kommen dann auf Platz 10 oder sowas. Ja, da ist, naja, also ist was dran. Wir besprechen oft im Quartett Bücher, die einen sehr geringen Verkauf hat. Da wurden 5.000 verkauft und dann haben wir es besprochen und dann sind es, innerhalb von, von 2-3 Monaten 80.000. Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, das, ja, das glaube ich nicht. Schauen Sie mal. Bitte, also da wollen wir uns nicht darüber streiten. Denn ich kann doch solche Dinge, wenn ich das hier sage, kann ich sie beweisen. 80.000 Hardcover. Ja. In deutschen Verlagen. Ja, in einem deutschen Verlag. Und hören Sie zu, ein Buch, Sie werden es mir nicht glauben, ein Buch über Auschwitz, was keiner lesen will. Ja, was soll jetzt mit dem Auschwitz? Wollen Sie mich jetzt fertig machen oder was? Ich will Ihnen sagen, dass das ein Thema ist, das an sich das Publikum nicht sonderlich begeistert oder interessiert. Aber nachdem wir darüber gesprochen haben, gezeigt haben, wie fabelhaft das geschrieben ist, wie es über den engen Hintergrund noch weit hinausgeht, haben viele Leute das gelesen. Und der eine hat es dem anderen empfohlen und es sind 80.000 oder 90.000 verkauft. Übrigens geschrieben von einer Frau. Ein glänzendes Buch. Dies, Herr Reich-Ranicki, das ist tatsächlich nachgewiesen, dass die Verkaufszahlen hochgehen. Übrigens auch von Büchern, die Sie in Ihrem Quartett kritisieren. Auch da gehen die Auflagenzahlen hoch. Könnte für Ihr eigenes Buch das auch gelten? Könnte das da besprochen werden? Ihr eigenes neues Buch, was zufällig vor Ihnen liegt? Nein, aus zwei Gründen könnte es nicht vorkommen. Erstens, es ist ein Buch von mir und kann also schwerlich in einer von mir geleiteten Sendung vorkommen. Wäre das aber nicht von mir, würden wir es auch nicht machen. Warum nicht? Weil wir im literarischen Quartett nur zwei Gattungen machen. Romane und Erzählungsbände. Schluss. Wir haben versucht, essayistische Bücher, ist für diese Sendung, die populär sein soll, nicht geeignet. Wir haben einmal ein hervorragendes Buch von Richard Ellman über Oscar Wilde gemacht. Da habe ich gesagt, machen wir das nicht. Kein Mensch weiß in diesem Land, wer Richard Ellman ist. Dann haben wir es gemacht. Und liebe Frau Magnani, was hat sich herausgestellt? Das Publikum wusste überhaupt nicht, wer Oscar Wilde ist. Ja, ja eben. Wir sprechen zu einem Publikum, das über Literatur schwach informiert ist. Wir haben rund 1 Million Zuschauer. Sie glauben doch nicht, dass auch nicht immer, auch nicht immer. Ungefähr, jetzt letztens immer. Ungefähr manchmal. Ja, sagen Sie mal, können Sie glauben... Nach Ihrer reichen Erfahrung im Umgang mit Literaten gefragt, gibt es deutsche Literaten, die nicht richtig Deutsch können? Das ist ein Kennzeichen des deutschen Literaten, dass er der deutschen Muttersprache mächtig ist. Sie irren sich kräftig, wenn Sie meinen, dass alle, die sich als Schriftsteller gerieren, Deutsch können. Das Unglück besteht ja darin, dass die Texte von Debütanten lektoriert werden müssen, von Lektoren, die das einigermaßen in ein druckbares Deutsch bringen. Aber nur von Debütanten. Das sind alles Debütanten? Ja, kaum ist ein Autor bekannt geworden, da wird er nicht mehr lektoriert. Aha. Nein, und zwar aus folgendem Grund. Er bringt ein neues Buch. Der Verleger hat wenige Lektoren, denn er muss sparen. Es lohnt sich nicht, einen bekannten Autor, der bekannt geworden ist, zu lektorieren. Findet man bei ihm Fehler, macht er Krach und diskutiert lange und will die Fehler nicht ändern. Manche ändert er doch. Der Verkauf des Buches ist aber nicht davon abhängig, ob Stilfehler drin sind oder nicht.
Das ist ein sehr trauriger Zustand. Sehen Sie, wir leben in einem Land, in dem viele Menschen von Verlegern ausgebeutet werden. Nicht die Schriftsteller, die werden nicht ausgebeutet. Ein guter Schriftsteller kann gar nicht ausgebeutet werden, der geht sofort zur Konkurrenz. Aber ausgebeutet werden die Übersetzer, die werden in ihrer Mehrheit sehr schlecht bezahlt, sind Sonderlinge und Idealisten, die dennoch viel übersetzen, obwohl sich das nicht lohnt. Und ausgebeutet werden in den meisten Verlagen die Lektoren. Es gibt zu wenig Lektoren, die müssen wahnsinnig schnell arbeiten, nachlässig arbeiten, so ist es. Dafür sind die Schriftsteller dann davon abhängig in ihrem Erfolg, ob Marcel Reich-Ranicki sie gut oder schlecht oder etwa gar nicht bespricht. Das ist ja wohl das Schlimmste, also, was einfach so ganz sagt. Stimmt das nicht, was Sie hier sagen. Das ist so wieder nicht. Sie meinen, der Erfolg eines Autors besteht darin, dass der Kritiker ihn lobt oder ich lobe ihn und dann wird er gut verkauft. Ja? Sehen Sie, ich habe vor vielen Jahren hier in dieser Stadt Hamburg in der Zeit gearbeitet und habe damals alljährlich ein Buch der Trivialliteratur ernsthaft analysiert. Mal ein Buch von Willi Heinrich, mal von Luise Rinser, mal von Stefan Andres, von den Autoren dieser Preisklasse. Und merkwürdigerweise stellte ich eines etwas fest. Meine Kritik hatte auf den Verkauf nicht den geringsten Einfluss. Warum? Die Leser von Luise Rinser lasen nämlich nicht die Zeit, sondern die Welt. Da konnte ich schreiben, was ich will, aber es hatte gar keinen Einfluss. Dann müssen Sie in der Bildzeitung schreiben. Ja, ich danke Ihnen, Westen. Haben Sie mir da ein Angebot?